Einen wunderschönen Willkommen zu einem Ründchen Retro Fox im Stream, wie auch wieder eine Aufnahme. Und zwar spielen wir heute, wie wir schon vor ein paar Tagen gemacht haben, den Vorgänger. Wir spielen heute Spy Fox 2. Es wird auch erst auf Spy Fox 2 maximal hinauslaufen, weil der dritte Teil ein bisschen broken ist in Steam. Da muss ich mir eine Quelle erstmal suchen. Wenn ich die habe, wird die auch gespielt, logischerweise. Ist 1999 erschienen, wieder von Homunculus Games. Und ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja? Genau. Irgendwo in den Alpen. So, so. Sie sind also Agentin Grazia von unserer kanadischen Zweigstelle? Keine Namen, bitte. Ich reise doch inkognito. Falsch. Sie reisen gerade mit mir durch die Alpen. Was haben Sie denn da? Etwas sehr Wichtiges aus einer Stinkomülltonne. Natürlich ist es stinkig, wenn es aus einer Mülltonne kommt. Sie brauchen ein Hobby. Nein, Sie verstehen nicht. Stinko wie super fiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Aber natürlich. Unsere bösen Gegenspieler. Spy Fox, Sie müssen diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich denke, ich würde diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Oh, und hier ist noch ein Gerät von Professor Quack. Könnte nützlich sein. Was ist das? Instant Shear. In dieser kleinen Pille steckt ein paar Shear. Sie brauchen nur Wasser dazu zu geben. Aber was in aller Welt soll ich mit Shear? Das hier ist kein Urlaub. Ich bin im Dienst. Möglicherweise brauchen Sie sie, um diesen Bösewichtern zu entkommen. Viel Glück, Spy Fox. Welche Bösewichter? Oh, den. Ja. Bösewichter? Habt ihr Wasser? Und auf geht's. Spy Fox 2 natürlich in Operation Robohund. Ja. Wie war es eigentlich schon nochmal? Ich glaube, Sun Assembly Required war der englische Original. Oh. Ich darf hier nicht lange bleiben. Ist zwar ein nettes Hüttchen zum Urlaub machen, aber ich muss diese Tüte so schnell wie möglich ins Hauptquartier bringen. Ja, wer nicht, muss die Tüte schnell. Okay, 4 Inventarplätze wie beim ersten Teil. Okay, okay. Und einmal Müll. Okay. Ja, ja, ja. Gut. Kann man speichern? Nein, ich kann nicht speichern. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Oh. 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 Okay, es fällt mir von vorne an. So. Wenn ich Skier hätte, würde ich diesen Dumpfbacken zeigen, was ein perfekter Freestyle-Skisprung ist. Achso, Skier. Ja, klar. Wir haben doch Instant-Skier. Hier ist Wasser. Wasser? Tu dein Ding. Ach, das kommt vom Stalaktiten. Das waren die Dinger oben. Stalaktiten sind die, die hängen. Von die Instant-Skier sind jetzt aufgegangen. Ja, dann damit kann nichts mehr schief gehen. Jetzt wird gerettet. Aber sowas von. Fate Watchers, sag ich dazu nur. Ah. Die bedient aber echt alles. Jetzt lang gehen. Ja. Volle Pulle rein da. Wo soll's jetzt lang gehen? Das hat hier keinen Juck gerade eben. Und weg damit. Aber Punktlandung, würde ich mal sagen. Oh. Puh. Oh nee. Ah. Haben Sie mich schon vermisst, Chef? Ich vermute, Sie haben die Mülltüte schon durchsucht. Was nein. haben Sie gefunden? Ein Modellbausatz im Maßstab 1 zu 1000 für einen bösen Roboter. Auf der Schachtel steht, weitere Teile benötigt. Das wäre ein guter Titel für eins meiner Abenteuer. Auf dem Adressfeld steht, an Kakerlake, Chateau Kakerlake, Expo.
In der Schachtel liegt noch ein Bauplan. Nehmen Sie ihn lieber mit, Spy Fox. Wow, endlich mal wieder was zu lesen. Falls Stinko tatsächlich dahinter steckt, haben wir mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nehmen Sie sich diese Expo mal unter die Lupe. Monkey Penny und Quark warten in der mobilen Einsatzzentrale auf Ihren Einsatz. Bin schon unterwegs, Chef. Spy Fox, alles okay? Durchgeschüttelt, aber nicht gerührt, Monkey Penny. Sieht aus, als ob wir eine Menge Arbeit bekommen. Ja, ich glaube, Stinko plant irgendetwas Großes, Monkey Penny. Und Sie, ich und Professor Quack müssen der Sache auf den Grund gehen. Tja, vielleicht doch nur Sie und ich, Monkey Penny. Ich habe den Bauplan aus dem Stinko-Müllbeutel mitgebracht. Aber natürlich, alle Müllbeutel sind stinkig, Spy Fox. Nein, Monkey Penny, nicht stinkig, sondern Stinko. Die superfiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Unsere fiesen Gegenspieler. Am besten, Sie lassen den Bauplan hier bei mir. Dann können Sie jederzeit einen Blick drauf werfen, wenn Sie bei uns in der mobilen Einsatzzentrale sind. War aber ein bisschen kleiner. Mit Ihrer Spionuhr können Sie mich jederzeit anrufen. Ja, weiß ich noch. Denken Sie an unseren Spiongerätautomaten, Spy Fox. Darin sind viele neue Geräte, die Sie ausprobieren können. Ich bin sicher, dass Sie dort allerfeinstes Spiongerät finden. Besten Dank. Na gut, fangen wir also an. Zuerst werde ich diesem Herrn Kakalake im Chateau Kakalake einen Besuch abstatten. Okay, da kann ich jetzt speichern. Ich kann nicht speichern. Ach ja, ich Idiot. Es geht ja nur über die Spionuhr. Was haben wir denn eigentlich als lustiges Spielchen hier wieder? Abenteuer im All ist jetzt genau das Richtige für mich. Level 1. Okay. Cool. Okay, man kann gedrückt halten. So. Jawohl. Machen wir alle glatt hier. Okay, jetzt haben wir einen stärkeren Strahl. Sind das Bomben oder was? Das war nicht Absicht. Okay, dann wird nur ein Punkt zurückgestuft, wie es aussieht. Oder? Okay, das muss man auch mögen hier. Oh, ich glaube, jetzt kommt ein Boss. Jetzt kommt kein Boss. Geht's weiter? Okay, es sind immer noch fiese Asteroiden, die wir hier bekämpfen müssen. Oh, es sind ein paar mehr diesmal. Machen wir uns mal eine Scheiße hier. Ja, jawohl. Was? Jetzt wird die Steuerung ein bisschen seltsam, ja, und schwammig, ganz schön durchschwammig so, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
mal den Highscore? Ich bestimmt, oder? Oh, die schießen zurück. Okay, jetzt haben wir Level beendet. Level beendet. Ach, ich wollte das andere Spiel spielen. Na, ich glaube, in Level 3 schaffen wir die Punkte, die wir brauchen. Komm. Level 3. Na, geht's los? Jetzt. Ja, High-Hefer. Ja, Spy Fox rettet die Welt. Vor irgendwas jedenfalls hier. Oh. Dickere Strahlen, das ist gut. Ich dachte ja, dass hier irgendwo mal ein Boss kommt, aber... viel aus hier. So, komm. Na, ich habe die Highscore geknackt. Dann können wir auch aufhören. Aber das Spiel wird gespielt. Und zwar... da kommt immer... dickere Nüsse. So, durchgespielt. Okay, das reicht auch. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Hey, das Gerät sieht echt cool aus. Ist das so ein Computer, der dir zeigt, wie du in 50 Jahren einmal aussehen wirst? Es ist ein Ausweisautomat, selbstverständlich von mir persönlich erfunden. Ah. Damit kann man falsche Ausweise drucken. Ah. Phänomenal. Wie funktioniert das Ding? Sie geben ein Foto in das Gerät ein, wählen einen Job aus und einen passenden Namen und drücken dann einfach auf Ausweis drucken. Und schon ist der Ausweis fertig. Cool. Absolut genial, Herr Professor. Und was ist, wenn ich einen Ausweis gemacht habe, meine Meinung ändere und einen neuen brauche? Wenn der Ausweis Ihnen nicht gefallen sollte, dann machen Sie einfach einen neuen. Ändern Sie einfach den Namen und den Job. Und dann geben Sie ein neues Foto ein. Klicken Sie auf Ausweis drucken und die Sache läuft. Das macht bestimmt Spaß. Falsche Ausweise dürfen natürlich nur von Geheimagenten gemacht werden. Ist klar. Und auch dann nur, wenn es nicht anders geht. Genau. Bowlingspieler, Astronauten. Tellerwäscher. Cool. Jockey. Hubschrauberpilot. Oh, der. Aber man beachte die Trennung. Hubschrauber-Pilot. Was? Bowlingspieler wird bestimmt sehr streng von der IHK geprüft, mit Sicherheit. Oder ein Hubschrauber-Pilot. Bitte. Kassierer. Ja. Journalist. Ach, der auch, ja. Ballerina. Dirigent. Warte mal, pass auf hier. Ballerina. Robert. Robert, die Ballerina. Maurice. Ja, warum auch nicht, ne? Rainer. Dirigent. Rainer Dirigent. Kellnerin. Bowlingspieler. Gucken wir mal, was das bringt. Was haben wir hier oben? Ich habe eine neuartige Schreibmaschinenrakete entwickelt. Aha. Aber sie funktioniert nicht richtig. Oh. Dann sollten Sie sie feuern. Das ist ein Quatsch. Was wird Ihr nächster Schritt sein, Spy Fox? Eine ausgezeichnete Frage. Also im Foxtrot, Walzer und Tango bin ich schon perfekt. Aber Stepptanzen, naja, das würde ich gern noch lernen. Ein Glück, dass Sie Agent geworden sind. Als Komiker wären Sie eine Niete. Und jetzt ab mit Ihnen. Oh, Schwein im Weltall da hinten. Das ist die Bauleitung für ein Robohund-Modell aus der Stinko-Spielzeugfabrik. Ein guter Agent muss Geduld haben. Und wenn er die nicht hat, muss er wenigstens einen guten Spruch drauf haben. Wie zum Beispiel, ein guter Agent muss Geduld haben. Okay, ja.
Der erinnert mich an die Fraggles hier gerade. So, da brauchen wir nicht ran. Okay, ich gebe mir hier an die Automaten. Hey, die sehen cool aus. Spion-Schlittschuhe. Nicht schlecht, Professor Quack. Wie funktionieren sie? Ich war schon immer ein großer Freund des gepflegten Eiskunstlaufs. Doch leider fand ich nie Zeit, um Schlittschuhlaufen zu üben. Deshalb habe ich diese Stiefel entwickelt. Sie ziehen die Schlittschuhe an, geben eine Skizze der Figur ein, die sie vorführen wollen, und schon führen die Schlittschuhe die Figur auf dem Eis aus. Damit kann man Verbrecher bestimmt auf Eis legen. Natürlich, Spy Fox. Okay. Ich mag diese Blaupausen mit Blaubeergeschmack. Alles klar. Das sind Spionschlittschuhe. Okay, die sind ausverkauft jetzt. Was haben wir denn noch hier? Ist ja nicht so, dass die Welt bedroht wäre. Wir haben Zeit, ne? Was ist das hier? Aha, ein Schlüsselreplikator. Professor Quack, bitte entschlüsseln Sie das Geheimnis dieser Kamera. Das ist eine absolut einzigartige Spezialkamera. Man kann damit Schlüssel nachmachen. Machen Sie einfach ein Foto von dem Schlüssel, den Sie haben wollen, und dann backen Sie das Bild im Ofen. Das Foto verwandelt sich in wenigen Sekunden in eine exakte Kopie des fotografierten Schlüssels. Man kann immer nur ein einziges Foto machen, aber dafür kann man den Film so oft man will wiederverwenden. Mhm. Haben Sie einen falschen Schlüssel gebacken, dann stecken Sie ihn einfach in die Kamera und schon wird daraus ein neuer Film. Moment, das ging mir zu schnell. Ach, Sie können nichts falsch machen. Das Gerät ist absolut narrensicher. Es ist unmöglich, ich etwas narrensicher zu machen. Ja. Es stand in meiner Diplomarbeit. Es ist unmöglich, etwas narrensicher zu machen. Denn Narren sind einfallsreich. Eine Termitengranate. Bestimmt nicht ungezieferfrei. Aber wie funktioniert sie, Professor Quack? Ein hundertprozentiges Naturprodukt. Werfen Sie es gegen einen Gegenstand aus Holz und gehen Sie in Deckung. Das Ding räumt auf. Glauben Sie mir. Das ist nichts für Menschen mit Holzmöbeln. Es sei denn, man kennt einen billigen Schreiner. Dann ist es trotzdem nichts für Leute mit Holzmöbeln. An den Geschmack dieser Blaupausen muss man sich erst gewöhnen. Okay, das nehme ich mal mit. Das ist die Termitengranate. So. Zwei Plätze haben wir noch. Was ist das, Starterkabel? Was in aller Welt mache ich mit einem Alarmdeaktivator? Tja, das braucht man, um Alarmanlagen auszuschalten. Ach so. Klemmen Sie einfach das eine Ende an den Eingang des Alarmsignals und das andere Ende an den Ausgang des Alarmsignals. Das Alarmsignal wird auf diese Weise in den Deaktivator geleitet und neutralisiert, sodass kein Alarm ausgelöst wird. Sieht aus wie ein einfacher Draht mit einer Klemme an jedem Ende. Gute Erfindungen sind meistens sehr einfach. Früher habe ich Dynamitpapier für die Pläne benutzt, aber davon habe ich Sodbrennen bekommen. Mhm. Oh, das hier, das ist die Matrix. Ein Fingerabdruckkopierer. Funktioniert das, Professor Quack? Das ist ein Löffel und eine Gabel. Ein echter Leckerbissen, Spy Fox. Sie müssen nur die Gabel neben den Teller der Person legen, deren Fingerabdruck Sie benötigen. Und wenn die Person dann zu essen beginnt, wird ihr Fingerabdruck vom Löffel empfangen. Das ist wirklich eine Ihrer allerbesten Erfindungen, Professor Quack. Warum? Ich entwerfe gerade eine farblich dazu passende Papierserviette. Ob Ziegenmilch dazu schmecken würde? Nee, lassen wir das lieber. Okay, ich gehe erstmal raus hier. So, was haben wir hier? Da ist ein Auto. Oh. Oh, nicht mehr im Weltexpo-Eingang. Da steht Weltexpo-Eingang. Ja, da geht's lang. Hier geht's nirgendwo. Oh, Glückswürfel. Oh, keine Glückswürfel. So, dann gehen wir mal hier rüber.
Was ist das hier? Chateau Kakerlake Hintereingang. Da steht Chateau Kakerlake Hintereingang. Arbeiten Sie gern als Wachmann? Ach doch, ja, eigentlich schon. In meiner Freizeit bin ich allerdings ein passionierter Vulkanfallschirmspringer. Was? Entschuldigen Sie, mein Herr. Bitte, was ist das Problem? Tja, ich will nicht übermäßig unhöflich erscheinen, aber ich darf Sie auf keinen Fall durch den Hintereingang ins Gebäude lassen. Aber wieso? Nur Tellerwäscher mit korrektem Ausweis haben hier freien Zutritt. Sehen Sie? Auf dem Ausweis muss Tellerwäscher stehen und auch das Foto muss stimmen. Ich muss meinen Ausweis verloren haben. Können Sie mich nicht trotzdem reinlassen? Ich bedauere wirklich vielmals, mein Herr. Tut mir leid. Dann muss ich wohl mal überlegen, wie ich an so einen Ausweis herankomme. Guck mal, da hinten ist der Roboter. Oh, was ist das hier? Das ist ein Fotoapparat hier. Hier, so eine Fotobooth. Okay. Ah, ein Fotoautomat. An solchen Dingern kann ich einfach nicht vorbeigehen. Nee, deswegen sind wir ja hier. Ah, okay, wie können wir das... Keiner? Frankreich. Zahner. Da steht keiner. Kassierer. Tourist. Golfspiel. Kellnerin. Tellerwäscher war das, ne? Tellerwäscher. Fischer. Tellerwäscher. So, was gibt's für einen Hintergrund dafür? Stadion. Ne. Frankreich. Ne. Zahnarzt. Bestimmt. Da steht keiner. Na, nehmen wir das. Hey, hey, so erkennt mich bestimmt keiner. So, da war ein Foto. Jetzt bin ich mal gespannt. So, einmal ein Foto. Ausgezeichnet. Das Foto ist eingegeben. So, jetzt brauchen wir Tellerwäscher. Moritz. Robert. Nadja. Muriel. Ich glaube, das gewann. Christoph. Rudi. Ach, Rudi, der Tellerwäscher. Feuerfrei. Professor Quacks Maschine funktioniert perfekt. Schon ist mein Ausweis fertig. Siehe Rückseite. Das Ding wird mir bestimmt viel nützen. Na, da bin ich mal gespannt. Feuer frei und zurück. So, mein Freund, ich habe hier ein Foto. Das bin ich. Wie wär's damit, mein Herr? Ein Ausweis für Tellerwäscher. Na also, ich freue mich, dass Sie ihn gefunden haben. Lassen Sie mich raten. Er lag bestimmt in Ihrem Auto. Ja, ganz genau. Sie sind ein Hellseher. Tja, tut mir leid. Ich bin spät dran und im Restaurant wartet viel Arbeit auf mich. Oh, aber natürlich. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich werde den Ausweis für Sie aufbewahren, Rudi. Sie sind ein guter Wachmann. Einen schönen Tag noch. Und arbeiten Sie nicht zu viel. Nein. Wie könnte ich? Was? Rühr. Ein Quatsch. Pop. Häschen Kalt. Auf Galopp. was? Dieser Backofen ist wirklich vom Feinsten. Dürfte ich mal etwas backen? Tut mir leid. Nur Chefköche dürfen ihn benutzen. Und Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie ein Chefkoch sind. Rühr. So. Hopp. Ort. Ah, ich war zu langsam. Hopp. Alter, was ist los hier? Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Welcher große literarische Moment schönster Kochkunst fällt Ihnen spontan ein? Hm,
ihm der Schluss von Hänsel und Gretel, wenn die Hexe im Backofen schmort. Schrecklich, schrecklich. Hätte Ihnen ein anderes Ende besser gefallen? Nein, aber ich hätte mehr Kräuter und mehr Pfeffer verwendet. Wenn er jemand ist, sag mir, wer du bist. Die Dame ist seltsam. Ach, guck mal, wer da ist. Das ist eine Pflanze der Gattung Dionea, auch bekannt als Venusfliegenfalle. So, hier ist... Cool. Napoleon Kakalake. Ich hätte mir denken können, dass Sie sich mit Stinko verbunden haben. So, so. Das Spionagekorps hat also den berühmten Spy Fox geschickt, um meine Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft zu verhindern. Weltherrschaft? Ach ja, natürlich. Ha! Da Sie als einer der wenigen mein Genie verstehen können, erkläre ich Ihnen jetzt meinen gesamten Plan mit allen widerlichen Details. Wieso? Ich habe nämlich den Maßstab des Robohund-Bausatzes von Stinko umgekehrt verwendet. Nein! Und einen bösen Robohund im Maßstab 1000:1 gebastelt. Oh mein Gott. Und wo in aller Welt verstecken Sie dieses Monstrum? Aber doch schon gesehen. Wie dummer kleiner Agent! Sie stehen darin! Aber natürlich, Sie haben den Robohund als Hauptattraktion der Expo getarnt. Mit eingebautem Restaurant. Man muss doch essen, Nespa! Kommen wir jetzt zu den technischen Details. Die Besucher der Expo ahnen nicht, dass sie mit jeder Umdrehung des Drehkreuzes am Eingang den hochkomplizierten Antriebsmechanismus des Robohundes wie eine Uhr aufziehen. Nein! Wenn der millionste Besucher das Drehkreuz passiert, wird das Federwerk voll aufgezogen sein und der Robohund kann sein zerstörerisches Werk beginnen. Oh. Explodieren und abfackeln. Sobald ich den Robohund entfessele, werden mich alle Staatsoberhäupter der Welt um Gnade anflehen. Der Robohund ist nicht aufzuhalten. Und warum? Weil er keinen Ausschalter besitzt. Ja, ich habe diesen dummen kleinen Schalter ausgebaut und hier auf dem Expo-Gelände so gut versteckt, dass Sie ihn niemals finden werden. Sind Sie da so sicher, Kakerlake? Selbst wenn Sie ihn finden, brauchen Sie noch immer den Aktivierungscode, um den Schalter auf auszustellen. Und selbst wenn Sie den Ausschalter hätten und den Aktivierungscode kennen würden, wäre es völlig unmöglich, an der raffinierten Sicherheitsvorrichtung vorbeizukommen, welche sich in der Achillesferse des Robohundes befindet. Und nur von dort aus kommt man an den Steuermechanismus des Robohundes. Geben Sie auf! Monsieur Le Fuchs, Sie werden mich niemals besiegen. Oh, er hat uns, er hat uns. Und Sie können mich nicht einschüchtern, Kakerlake. Nein? Wie schade. Dann sage ich nur noch ein Wort. Adieu. Diese Riesenbeißerchen lassen darauf schließen, dass ich mich mitten im Maul des Robohundes befinde. Wie peinlich. Ein Fuchs im Maul eines Hundes. Ich muss hier einen Weg herausfinden, um diesem Kakerlake endlich das Handwerk zu legen. Wenn ich doch bloß an dieser Feuerleiter herankäme. Einfach runter, tiefer, tiefer, tiefer. Mit dieser Sprechblase kann ich mehr über Kakerlake herausfinden. Ah ja,